Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind auf den Wasserrouten südlich von St. Gemmel seit dem letzten Part und mal gucken, wie weit wir heute kommen. Mein Ziel ist es, so weit wie möglich schon abzuschließen, dass wir im nächsten Part relativ am Anfang das hier insgesamt abschließen können. Das wäre mein Ziel. Ich war jetzt noch nicht zwischendurch beim Pokémon Center, weil ich habe mir so gedacht, nee, ich warte noch mit dem Pokémon Center, weil es gibt, ja, ich möchte jetzt erstmal hier weitermachen. Ich kann ja hier meine Supertränke ruhig verwenden. Wir haben extra so viele gekauft. Daher machen wir das auch. Ditto ist aktuell vorne. Denn... Ah, hier ist schon Route 221. Wir kriegen es so in diesem Part wahrscheinlich fertig. Dann will ich hier kurz noch zurückschwimmen, weil hier gibt es halt auch Trainer. Und warum kommt hier ein wildes Pokémon? Das finde ich nicht in Ordnung. Ditto ist mein höchst geleveltes Pokémon. Na toll. Level 40 ist das Vieh. Das ist krass, dass es auf Level 40 ist. Okay, ich werde jetzt trotzdem wieder Knospi nach vorne packen, denke ich mal. Genau, Knospi ist hier halt am besten. Sobald wir auf dem Land sind, kann ich ja zum Beispiel auch mal Morlot oder so nach vorne packen. Denn wir sind hier auch aktuell mit meinem Zweitteam unterwegs und nicht mit meinem Hauptteam. Einfach, damit es spannender ist. Und das ist es auf jeden Fall. So, ein schönes Barmelin. Da können wir doch gleich den Strauchler mal sprießen lassen, oder? Oder, Knospi? Du brauchst immer noch deine Entwicklung. Vielleicht brauchst du einen Blattstein? Nee, auch zu Rosé ja nicht. Oder vielleicht per Freundschaft? Da müsste ich eigentlich mal nachschauen. Weil... Oder? Guck ich mal nach? Ich denke mal, ich werde mal nachgucken. So, erstmal hier Level 28 Barmelin besiegt. Sehr, sehr schön. Das ging schön zügig. Und immer ja mit den EP. Morlot Level 30. Nice. Und jetzt kommt ein Meditales. Und das ist aber so gar nicht Wassertyp. Das ist Kampf Psycho. Und Psycho gefällt mir so gar nicht. Kampf Psycho. Trifft Zeppeli. Ja, übrigens, es gibt im Bild ein paar kleine Bildstörungen zwischendurch. Also, es tut mir echt leid. Ich habe vor ein paar schon versucht, die zu beheben. Es sind nur ein paar vereinzelte kleine Striche, die mal so, ja. Sind. Und natürlich kommt Donnerschlag. Warum auch nicht? Ist ja klar. Machen wir Spuckball schnell. Okay, wir sind schneller. Ja, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass solche paar Bildschirmen da sind. Solange es nicht so krass ist, geht's ja noch. Es war vorher vor dem Part noch schlimmer. Ich habe es wenigstens einigermaßen wieder hinbekommen. So, Level 32 für Knospi. Und jetzt kommt noch Golking. Ah, bleibe ich jetzt mal bei Drift Zeppeli. Schon die Weiterentwicklung Golking hier. Das ist natürlich auch sehr interessant. Sehr, 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 sehr cool. Ja, die Trainer gefallen mir trotzdem hier. Gerade weil wir ja jetzt ein bisschen schwächer sind. Es ist umso spannender. Und das finde ich, das finde ich gut, das finde ich gut. Es kam auch Kommentare vom Bauen rein. Ich wollte eigentlich schon im letzten Partner so ein bisschen drauf eingehen. Habe ich es dann aber doch nicht gemacht. Ich werde auf jeden Fall gleich darauf eingehen. Ich werde auf jeden Fall erstmal kurz hier die Trainer besiegen. Also gucken, ob hier jetzt noch ein Trainer ist. Sonst werde ich jetzt kurz zum Pokémon Center zurückfliegen. Und dann sehen wir uns hier sowieso weg, wieder. So, ich werde sowieso Ditto jetzt mal kurz wieder nach vorne packen. Ditto Level 34, genau, das passt, das passt, das passt. Und hier haben wir, okay, hier waren wir ja schon. Genau. So, jetzt bin ich wieder hier, wo wir gerade eben waren. Und hier ist direkt ein weiterer Trainer, wahrscheinlich der letzte Trainer mit Wasser-Pokémon. Oder generell der letzte Wassertrainer, Schwimmer, wie auch immer. Genau. Ein Kommentar kam zum Part rein, wo wir gegen Lamina in Herzhofen gekämpft haben. Born hat geschrieben, dass es interessant ist, dass man das Bergbaumuseum nur kurz verlassen muss. Wenn man, und wenn man es sofort wieder betritt, ist der Typ fertig mit einem Fossil. Das ist auch interessant. Interessant, war mir nicht bewusst. Aber, ja, okay. Damals, also ich kann mich eigentlich erinnern, damals war das nicht so. In den Originalspielen. Weil ich habe damals sehr, sehr gerne Fossilien wiederbelebt. Einige. Das macht ja kaum Schaden, toll. Dementsprechend, damals war das, da bin ich mir sehr sicher, dass das damals nicht so war. Und dann kam noch ein längerer Kommentar bezüglich, obwohl das sind mehrere Dinge. Es geht jetzt erstmal darum, ich habe ja da meinen Kampfstil auf nicht wechseln gestellt. Warum wurden die KP aufgefrischt? Interessant. Er hat dazu geschrieben, dennoch tust du aber zu wenig, um das Überlevelt-Sein zu umgehen. Bloß in einer Arena Trainer auslassen macht kaum was aus. Genauso kurzzeitig mal ein Pokémon draußen lassen wegen Eier. Da hast du recht, Bone. Da hast du sowas von recht. Das stimmt.
Sagen wir es mal so, ich mache mir ständig Gedanken. Also Trainer auslassen kommt für mich nicht in Frage. Das auf jeden Fall. Ich hätte natürlich auch zeitweise einfach nur mit 3 Pokémon herumrennen können, aber das macht für mich auch keinen Sinn. Und ja, meine Idee ist jetzt aktuell, dass ich vielleicht auch mal so ein paar normale Routen mit meinem Zweiteam mache. Dass ich das halt, ja, immer mal wieder ein bisschen, ich sag mal, auswechseln. Und Genesung macht er. Ach so, okay. Wie sich das, mal gucken, wie sich das anbieten lässt. Weil natürlich soll mein, also ich freue mich ja schon, wenn mein Team auf Level 50 ist, damit wir endlich gegen Retro kämpfen können. Aber es dauert ja auch noch ein bisschen. Die Chalelos ist sehr, 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 sehr zäh, das will ich damit sagen. Weitere Ideen, wie man so ein bisschen das Überlevelt-Sein umgehen kann oder verhindern kann, fällt mir leider nicht ein. Mehr fällt mir leider dazu nicht ein. Außer natürlich, dass Trainer aus ist, aber nein, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Kommt für mich nicht in Frage. Daher, ja. Und er ist noch gespannt, wohin das bei mir hinführt und wie ich mich in der Liga schlage. Bin ich auch. Ich freue mich schon richtig doll darauf. Und er hatte die, also Bone hatte die Liga gerade an dem Tag gemacht, wo er den Kommentar geschrieben hat. Und er muss zugeben, dass er sie unterschätzt hatte. Und er konnte sie dennoch ganz gut meistern nach ein bisschen genauerer Planung. Welches Level er dabei hatte und wie seine Taktik aussah, hat er nicht erzählt. Ist auch richtig, möchte ich noch nicht wissen. Erst wenn ich mit der Liga dann durch bin. So, Castrodon kommt hier jetzt noch in den Kampf, alles klar. Ja, yeah, das war mal schön. Das war ein schöner Angriff. So. Dann hat er noch geschrieben, dass Lamina keine Probleme darstellt. Das ist richtig. Problem, oder sagen wir es mal so, ein bisschen spannender wurde es ja beim Arenaleiter Adam. Aber der Part ist aktuell noch nicht draußen, wo ich den Part hier gerade aufnehme. Daher, mal gucken. Und dann hatte Bone noch was zu Rhiney geschrieben. Dazu gleich dann mehr. Erstmal gucke ich hier mich noch kurz um. Nehme das Item mit, ein Fläschchen Protein. Oh, ich hoffe, ich finde hier noch irgendwie eine coole TM oder so. Auch was cooles für mein Team. Hätte ich richtig doll Lust zu. Da unten ist noch eine Trainerin. Wie soll ich denn zu der hinkommen? Wir haben noch anscheinend mindestens eine. Soll ich denn da hinkommen? Ich habe keine Ahnung, wie ich zu der hinkommen soll. Auf der anderen Seite? Nee. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Die Trainerin will ich natürlich auch machen. Das ist klar, das ist klar. Ich muss mich hier nochmal umgucken. Anscheinend habe ich erstmal hier ein wildes Pokémon. So, hier ist der Weg. Hier unten. Genau, da geht es noch lang. Alles klar. Schutz-Item will ich jetzt noch weiterhin einsetzen. Und dann haben wir dich hier noch. Warte. Bevor ich jetzt gegen sie kämpfe, wechsle ich wieder zu Knospi. Let's go. Dann ab mit dir. Ja, genau. Bezüglich Rhiney hatte dann Bo noch was geschrieben. Und zwar, wegen der. Ich hatte irgendwann mal erzählt, ja, Rhiney erlernt später noch eine bessere Undichtattacke. Und ich meinte damit damals Schmarotzer. Allerdings hat Bone mir jetzt geschrieben, falls ich Schmarotzer meine, ja, meine ich. Von der Stärke her ist Schmarotzer stärker. Allerdings wird nicht der Angriff des Anwenders mitberechnet, sondern der des Ziels. Und ja, das ist halt nicht so eine tolle Attacke. Ich hatte mal ein Pokémon in einem anderen LP. Und da waren auch meine Erfahrungen nicht ganz so gut, hat er geschrieben. Alles klar, Bone, danke dir nochmal für den Hinweis. Dann weiß ich, Marotzer kommt nicht mit rein. Ich hatte nur auf PokeWiki nachgeschaut, was gibt es noch für Attacken, die Rhiney erlernen wird. Und da war Marotzer halt mit dabei, stand physisch Stärke 95. Oh, okay, cool. Aber anscheinend gibt es da noch was extra, so gesehen. So, ja gut, für ein Enter bin ich hierher gekommen. Dann sehen wir uns da oben gleich wieder. Ja, Weg schneide ich raus. So, jetzt sind wir endlich wieder hier auf dem grünen, so gesehen. Wir haben hier noch einen Angler, gegen den wir direkt auch nochmal kämpfen. Jo. Und sonst ist er noch gespannt wegen Elysis, weil das ja wahrscheinlich in Legenden Arceus nochmal thematisiert wird. Ja, da bin ich auch mal gespannt. So, das war's dann aktuell mit Kommentaren.
Naja, wenn es da bald wieder neue gibt, dann gehe ich da natürlich drauf ein. Wir haben jetzt hier ernsthaft ein Carpador. Wow, ja, mein Knospi. Oh, nichts passiert. Oh, ein Glück. Ah, nee, das musste jetzt so sein. So, weg mit dir. Level 28 Carpador hätte sich schon längst entwickeln sollen. Naja. Aber jetzt kommt ein Finieren. Ist dann doch schon mal besser. Und dann habe ich genug von Wasser-Pokémon im Gegnerteam. Dann habe ich genug. Dann möchte ich jetzt mal richtige Trainer sehen. Es wird nicht mehr lange dauern. Wir werden die Route auf jeden Fall heute hier abschließen. Das auf jeden Fall. Jetzt kommt Regentanz. Wasserattacken wären stärker. Und wären hierbei auf Pflanzenattacken schwächer? Das weiß ich jetzt sogar. Bei... Nee, Feuerattacken wären schwächer. Pflanzenattacken nicht. Stimmt. Und da ist jetzt Absorber die bessere Wahl. Alles klar. Ja, bei Finian ist ein ganz kleiner Fisch. Bedeutet, da macht Straukler halt nicht so viel Schaden. So. Ja, nicht... Ah, war ein Volltreffer. Moment. Ist ja in Ordnung. Dann gib mir nochmal deine KP zurück. Oh, so ein bisschen übrig. Natürlich. Megasauger wäre mal nicht schlecht. Oh, Windstoß kannst du. Oh, das ist natürlich überraschend. War natürlich mal wieder ein Volltreffer. Ist ja klar. Hatte ich auch beim Training, als ich mein zweites Team trainiert habe. Die gegnerischen Pokémon. Immer Volltreffer. Ein nach dem anderen. Das ist auch mal interessant. So, hast du noch ein Pokémon oder war es das? Ich glaube, einen Pokémon hat er noch. Oh, Garotas. Okay. Gucken wir mal. Angriff ist gesunken. Strauchler ist ja... Oh, Strauchler ist speziell, sehr schön. Angenommen, mein Spezialangriff wäre jetzt gesenkt. Würde dann Strauchler weniger Schaden machen? Weil Strauchler richtet sich ja nach der Schwere des gegnerischen Pokémons. Genau. Das ist eine gute Frage. Leider macht das nicht ganz so viel Schaden. Ich mache trotzdem mal weiter. Oh, Kaskade. Starke Wasserattacke. Und das killt Knospi leider. Schade. Egal. Wen setze ich denn jetzt ein? Staravia? Monort? Nee, Monort auf keinen Fall. Setz mal Driftzeppeli ein. Also, Cognoson habe ich hier noch gar nicht eingesetzt. Also, der und Monort auch sehr, sehr wenig. Naja. Staravia eigentlich auch wenig. Vielleicht kommen gleich die Momente von dem Pokémon, weil wir gleich normale Trainer haben. Aber für die nächste Zeit trotzdem habe ich erstmal wieder mein Hauptteam mit dabei. Gucken wir mal, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Route, wo ich dann sagen kann, ja, dann nehmen wir dann unser Zweiteam oder so. Gucken wir mal. So, Spukball. Wenigstens hat unser Team jetzt hier nicht noch extra EP bekommen, weil es ist ja eine optionale Route, so gesehen. Die muss man nicht gehen. Ich habe ja schon mal erwähnt, Retro geht es wohl erst nach der Liga oder so. Naja. Wäre es jetzt hier ein Ort gewesen, wo ich nochmal so gesehen mehr EP bekommen hätte für mein Team und dann wäre ich noch mehr overlevelt gewesen. Daher bin ich eigentlich froh, dass ich das jetzt so gemacht habe. Jupp. Bin ich. So. Levelaufstieg, Morlord und Cognodon, nice. Oh, wer will Schwertanz erlernen? Cognodon, nice, das ist super. Wir haben erhöht Initiative, Schwert stark. Ja, wir machen erstmal Silberblick noch raus. Genau, wir machen Silberblick aktuell raus, weil, ja, jetzt können wir unseren Angriff stark steigern. Brauchen wir nicht die Verteidigung des Gegners noch senken. So. Und der Dieter ist besiegt. Alles klar. So, ich brauche jetzt noch mal kurz eine Heilung für mein Team. Das heißt, ich gehe mal kurz einen Beutel und zücke noch mal Supertränke. Zack. Und hier. Zeppeli auch noch. Und dann haben wir hier hohes Gras mit einem Glas Honig. Und dann sind wir gleich so sogar am Ziel. Eventuell gibt es hier auch gar keine Trainer mehr. Das kann natürlich auch sein. Hier ein Scheuschrauch. Alles klar. Ach ja, ich habe ja auch ein paar Items übrigens an unser zwei Team so ein bisschen verteilt. Aber schon vor dem letzten Part. Habt ihr vielleicht schon gesehen, dass so manches Pokémon da auch so einen Rauch als Item hat. Zum Beispiel Knospi. Rauch, um Pflanzenattacken zu stärken. Wer bist denn du?
Ich sehe es vor mir. Die heutige Nummer lautet 51. Zeigst du mir ein Pokémon auf Level 51, gebe ich dir eine Belohnung. So stark sind unsere Pokémon noch nicht. Also kann ich dir kein Pokémon auf dem Level zeigen. Ist hier hinten nochmal was? Schutz lasse ich mal aktiviert. Ein Minipilz, den nehmen wir. Den nehmen wir. Dann sind wir sogar schon am Ziel. Nice. Denke ich. Also hier kommt nicht mehr viel. Ah, doch, noch eine Trainerin. Alles klar. Gut, dann sind wir noch nicht ganz am Ziel. Ass-Trainerin. Ich will mal gucken, was wir mit Cognodon jetzt schaffen. Da sind auch ein paar Bären, die wir nehmen. Und da oben rechts ist, glaube ich, auch ein Trainer. Man hat so ein bisschen blau durchschimmern sehen. So, was wird eingesetzt? Kinoso, alles klar. Das ist eigentlich nicht gut. Das ist nicht gut. Pflanzenattacken auf Cognodon. Ja, Cognodon ist halt ein sehr guter Angreifer, aber in der Verteidigung ist ja nicht so gut drin. Kinoso. Staravia, komm du her. Ich habe auch zwei Flug-Pokémon in meinem Zweiteam tatsächlich. Ja. Ich wollte unbedingt Staralili fangen, beziehungsweise drin haben im Team, in meinem Zweiteam. Und mit Driftzeppeli habe ich dann, oder Drifton vorher, habe ich so gedacht, ja komm, cool. Da haben wir noch einen Geist-Pokémon dabei und einen Flug-Pokémon. Und da habe ich nicht dann gedacht, ich habe doch schon einen Flug-Pokémon. Aber gut, dann habe ich halt zweimal Flugtyp. Ist nur mein Zweiteam. Daher alles gut. Finde ich dann jetzt auch nicht so schlimm. Und Driftzeppeli nutze ich ja aktuell nicht für Flugattacken. Ja, genau. Staravia habe ich auch meine Muschelglocke gegeben, weil ja aktuell Shelter inzwischen ein anderes Item hat, um Pflanzenattacken zu verstärken. Ja, eine Claudio richtig EP, KP. Ich mach dich jetzt platt. Bam, weg mit dir. So, Staravia bleibt natürlich jetzt im Kampf, weil ich kann ja nicht mehr wechseln. Ist er nicht mehr? Ah, eine EP nochmal. Ein Meryl. Nochmal ein Wasser-Pokémon. Ach komm, bleiben wir mal hier. Ja, Staravia hat aktuell leider nur als nützlicher Angriffsattacke Aero Ass, aber egal. Fliegen habe ich ja, glaube ich, gar nicht mehr als TM. Die habe ich ja damals Whiny erlernen lassen. Er hat ja immer noch, glaube ich, Fliegen. Glaubst du das? Oder? Weiß ich jetzt nicht. Oh, schöner Volltreffer. Das war ein schöner Volltreffer, oder? Was für ein Volltreffer? Sah aus wie ein Volltreffer. Okay. Ja, machen wir einen Nachschweif. Die Egelsamen, die nerven. Die nerven. Das ist halt das Coole an Egelsamen. Ich habe ja Egelsamen bei Shelter verlernen lassen. Und dafür ja Synthese rein. Ich habe im Nachhinein immer noch überlegt, ob das Sinn gemacht hat. Ist beides gut. Ich sag mal, es ist beides gut. Ist beides gut. Mit Egelsamen kann man halt die Teammates so ein bisschen noch schön supporten. Schlappohr auf Level 34. Ich wäre jetzt eigentlich sehr, sehr gerne bei Cognodon, aber ich habe so ein bisschen Angst. Wiederum. Nee, ich gehe mal zu Driftzeppeli. Cognodon ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. Ich muss auf jeden Fall wechseln. Warte, Driftzeppeli hat doch keine Flugattacke, oder? Aber Gegenstoß hat es. Gegenstoß hat es. Aber es senkt meinen Angriff. Toll. Wie viel Schaden machen wir jetzt dann nur noch? Ah, ganz, ganz wenig. Morlot hat... Ah, obwohl, Morlot hat ja Surfer. Stimmt. Vielleicht können wir mit Surfer angreifen. Genau, genau. Ist schön speziell. Dann kannst du mit Charme uns nichts antun. Ja, mach ruhig deinen Charme. Mach ruhig. So, Surfer. Surfer hat eine mega coole Animation. Ich habe einmal bisher Surfer eingesetzt. Beim Training. Ist das nicht cool? Ja, macht schon mal schön Schaden. Weiter so. Das Schöne an Morlot ist auch, ich könnte hier auch mit Gena arbeiten. Kann schön einschläfern und Gena ist dann doch schon sehr hilfreich in vielen Situationen. Und nochmal Surfer, ein drittes Mal noch. Du kannst ruhig meinen Angriff senken. Mach weiter. Immer weiter so. Dann haben wir den Ass-Trainer hier besiegt. Ja, starke Pokémon.
Hat mir gefallen. Level 34 für so eine optionale Route. Jupp, 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 jupp. Dadurch zwei Level-Ups. Trifft Zeppelin und Staravia. Und Knospi ja auch. Sehe ich gerade. Ja, Moment. Ich habe zuerst die beiden gesehen. So, Franziska ist besiegt. Aber ich glaube, oben rechts war auch noch ein Trainer. Ich will hier alle Trainer heute schaffen. Egal, wie lang der Part wird, so ihr sehen. Oh, Staravia entwickelt sich. Nice. Nice. Oh, mega cool. Mega mäßig cool. Ein Eintrag. Normaler Flug immer noch. Und da er will es in Nahkampf erlernen. Eine schöne, starke Kampfattacke. Die nehmen wir mit rein. Packen wir erstmal Wirbelwind raus. Ist zwar kein Step-Bonus, trotzdem schön stark. Wegen Nahkampf habe ich immer gedacht, Staravia ist vom Typ Kampf. Als zwei Typ. Flugkampf. Habe ich immer gedacht. Würde auch zu Staravia, finde ich, ein bisschen passen. Das hat immer mein Weltbild zerstört, als ich dann das erfahren habe, dass es normal Flug ist. So, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Ich habe Staraptor jetzt nach vorne gepackt. So, dass wir jetzt hier nicht auf wilde Pokémon stoßen. Und da ist noch ein Pokémon-Sammler. Alles klar, alles klar. Sonst hier ist noch ein Item. Oh, TM81 Kreuzschere. Das ist sehr, sehr cool. Eine schöne, physische, starke Käferattacke. Ist hier noch was? Ne, da ist nichts. Und wir haben noch zwei Trainer vor uns. Alles klar. Ich werde jetzt erstmal Staraptor einen Supertrank geben. Ich möchte mit Staraptor in den Kampf starten, weil... Ja, ich möchte einfach Staraptor jetzt im Kampf erleben. Ist einfach so. Ist einfach so. Und dann... Ja, machen wir die zwei Trainer. Dann haben wir das geschafft. Dann haben wir es schön geschafft. Dann können wir im nächsten Part mit der Story weiter fortfahren. Oh, Staravia, Staravia. Jetzt ist es in meiner Gewohnheit drin, dass ich Staravia zu meinem Staraptor jetzt sage. Warum habe ich da keine Spitznamen gegeben? Weil ich sehr unkreativ bin und ich habe dann einfach mal das sein lassen, dass ich Spitznamen verteile. So. Dann machen wir erstmal Aeroass. Guck mal, wie viel Schaden das jetzt erstmal macht. Ja, es macht schön Schaden. Aber ich will... Oh. Tschüss. Ich wollte Nahkampf noch ausprobieren. Ich halt. Molot, hallo. Ja, Molot, dann... Dein Job. Staravia, ich weiß nicht, ob Molot jetzt besser für dich ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kriegst du wenigstens keinen Nahkampf ab. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ist halt so. So. Level 32 für Molot. Nice. Girafarik. Okay. Unlicht. Psycho, glaube ich. Wir machen einfach mit Surfer weiter. Okay, du willst schneller sein als ich. Du bist doch sowieso schneller. Molot, guck dir Molot an. Das sieht doch schon langsam aus, Molot. Molot ist so ein gemütlicher Kerl. Naja. Ja, Molot ist da. Ist sehr langsam. Och nö. So dass er manchmal auch nicht angreift. Ja, mach weiter Agilität. So. Let's go. Weg mit dir. Ja, Molot, das hast du sehr gut gemacht. Levelstieg für Ditto und Cognodon. Ja, Ditto rennt uns so ein bisschen davor. Davon weg. Weil, ja, ist ein getauschtes Pokémon. Dadurch kriegt es halt mehr EP. Ist halt so. Gut. Und ein Pokémon mit wenig KP? Nö. Ich will noch einmal Nahkampf ausprobieren. Daher auf hier zum Sammler. Ich will jetzt einmal Nahkampf sehen. Egal, was hier für ein Pokémon kommt. Natürlich, wenn ein Geist-Pokémon kommt, habe ich ein bisschen gelitten. Aber ich hoffe mal, es kommt kein Geist-Pokémon. Hippopotas. Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Ah, cool ist es. Cool ist es. Ja, hier nochmal schön Bedrohung. Aber ich glaube, Sandsturm wird jetzt ausgelöst. Jupp. Oh, wie sich der Himmel dadurch auch ändert. Cool. Das ist ein cooles Detail. Oh, jetzt machen wir den Nahkampf. Jupp, das macht schön Schaden. Natürlich, mein Angriff wird dadurch stark gesenkt.
Nee, das war Verteidigung und Spezialverteidigung wird gesenkt. Oh, na toll. Staraptor, du kannst dich gleich schlafen legen. Du musst kurz mal dieses Hippopotas noch besiegen. Das kriegst du doch hin. Ja, komm, machen wir nochmal Nahkampf. Let's go. Yeah! Ja, und mein Headset ist ausgegangen bei Akku leer. Na toll. So, ja gut, jetzt ist Verteidigung und Spezialverteidigung ordentlich down, aber es ist, oder unten, aber es ist nicht so schlimm. Nochmal ein paar KP wieder. Und dann sage ich mal gute Nacht. Gleich. Gute Nacht. Gute Nacht, sagte ich. Ja? Gut, was für ein Pokémon kommt jetzt in den Kampf? Nochmal ein Hippopotas. Da denke ich mal, kann ich jetzt mal zu Knospi wechseln. Das kann Knospi erledigen. Und dann haben wir wirklich jetzt bisher, glaube ich, alles gesehen, was man hätte bisher sehen können. Mit unseren VMs, die wir aktuell ausführen können. Glaube ich zumindest schon. Mir fällt jetzt kein Ort ein, wo wir jetzt noch nicht waren. Ah, wunderbar. Schön effektiv. Kommt jetzt noch die Weiterentwicklung? Nee. Aber hat Retro auch mal einen Kommentar geschrieben. Pokémon-Sammler sind dafür bekannt, dass sie immer dieselben Pokémon dabei haben. Und ja, das bestätigt sich hier. Das bestätigt sich sowas von mir. Der hat ernsthaft überlebt und schickt mich jetzt in mein Sandgrab. Sandsturm legt sich. Danke. Der Sandgrab macht noch Schaden. So, gib mir mal deine paar wenigen KP, die du noch hast. Und dann ist er besiegt. Mal gucken, wann wir unser Zweiteam das nächste Mal antreffen oder mitnehmen. Ich weiß es wirklich nicht. So, alles klar. Besiegt! Und es gab ja hier noch zwei Leute, die will ich kurz noch ansprechen. Und dann ist es... Oder was ist hier überhaupt? Damals war hier ein Ort, wo man, glaube, mit einer anderen Edition irgendwie was machen konnte. Gucken wir mal. Hamanasu Park, ein Ort für neue Anfänger. Keine Ahnung, was das ist. Da bin ich auf bald gespannt, wenn das mal fertig ist. Wahrscheinlich nach der Liga. Wir bereiten gerade alles im Hamanusa Park vor. Was man hier wohl später so machen kann? Gute Frage. Der Hamanusa Park wurde noch nicht eröffnet. Bitte schau später wieder vorbei. Jo, das werden wir. Das werden wir eines Tages, werden wir hier zurückkommen und uns diesen Hamanusa Park angucken. Im nächsten Part gehen wir in die Bibliothek. Da wo Zoro meinte, wir sollen da hinkommen. Und das machen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Und tschüss.